Boah, die Skandale. Dürfen wir das? Filmst du gerade? Bruder, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was ich euch erzählen wollte, über diese Gin-Sache. Subhanallah. Ich habe euch ja vorhin erzählt, heutzutage, die gehen hin, die belesen einen, weißt du? Die belesen einen mit Wasser und so weiter. Nach 2-3 Stunden gehen die raus. Ihr habt ja auch diese Videos gesehen, ne? Dieser eine Mann, wo ich euch erzählt habe, dass er so drin ist, der liest Koran, auf einmal der fängt an zu schreien, all diese Sachen. Das heißt, nach 2-3 Stunden, was passiert? Nach diesen 2-3 Stunden, Shaitan geht raus. Guck jetzt mal, die Leute von damals, okay? Diese Shuyuch, wie beispielsweise Sheikh Ahmed ibn Hanbal. Ja, das war einer der vier Großgelehrten von den 4 Rechtsschulen. Der hat gehört, einer ist zu ihm gegangen und gesagt, hey, Sohn, zu meiner Schwester, die ist besessen von Shaitan. Okay, bitte komm heute und tu sie belesen. Dann sagt er, weißt du was? Hier meine Sandale, leg sie neben den Kopf von diesem Shaitan, ja? Und sag ihm, Ahmed ibn Hanbal kommt. Wer ist das? Dieser Sheikh. Was passiert, Bruder? Subhanallah, der Mann nimmt diese Sandale, legt sie hin. Dann spricht dieser Shaitan, naja, was machst du? Sagt er, hier, das ist die Sandale von Sheikh Ahmed, von Ahmed ibn Hanbal und der wird gleich kommen. Der ist so, der steht auf und sagt, nein, bitte nicht, ich geh raus, strupp, weg. Wallahi, so graus ist weg, Achi. Dann, dieser Sheikh ist gestorben. Warum? Der, ja, nach 30, 40 Jahren, der ist gestorben, ja, okay. Natürlicher Tod. Ja. Was passiert? Das Mädchen wird wieder krank. Und dann, der Typ denkt sich, ey, ich hab noch die Sandale von dem Sheikh. Von Ahmed ibn Hanbal. Der nimmt die und tut die nebendran. Der liegt so. Und dann sagt er, und dann legt er hin und sagt, hey, Ahmed ibn Hanbal kommt gleich. Der liegt so, der fängt an zu sagen. Der ist schon lang tot. Und so einen wie den werdet ihr nie mehr haben, dass wir Djinn sogar uns vor ihm fürchten. Subhanallah. Heutzutage, du liest 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden Koran, Shaitan kommt nicht raus. Dieser Mann ach, ist so gottesfürchtig von Allah, dass alle Shayatin vorhin Angst gehabt haben. Shaitan, ach, die machen sich in die Hosen von. Der war bestimmt richtig brutal. Wow. Der ist bestimmt mit Literwasser. Nein, Schlauch. Gar nicht. Nein, Bruder. Die Sache ist die. Bruder, aufgrund der Gottesfurcht, was du hast, kann dieser Djinn es nicht ertragen, dass du in deiner Nähe bist. Du bist für ihn wie Feuer. Aber diese Person hatte so großes Licht und so großen Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala und so eine Ehre, dass, weil es gibt eine Regel, fürchtest du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala, wird alles andere, so wie du Allah respektierst, werden dich andere respektieren. Das ist eine Regel. Und auf jeden Fall, ach, diese Leute, die haben nachts nicht geschlafen, die haben die ganze Nacht durchgebetet. Subhanallah. Das waren so wissende Leute, Laylallah, wir können nicht mit diesen Menschen mithalten. Wallahi, nichts mehr. Geht vorbei, der Zug ist abgefahren.